Hallo Freunde, heute habe ich mich mal nach draußen gewagt in dieser Eiseskälte, denn ich möchte heute eine besondere Wurfkarte testen. Ich habe hier so eine aus Metall, eine Wurfkarte bestellt und ich möchte mal schauen, was die alles anrichten kann an einer Wassermelone, an Cola-Dosen, an Styroporkopf und so weiter. Habe ich alles mit und ja, schauen wir mal, was für einen Schaden das Teil heute anrichten kann. Ob ich die gut werfen kann, weiß ich auch noch nicht, habe ich noch nicht getestet. Also das wird auf jeden Fall interessant sein. Neben dieser coolen Metallkarte habe ich noch so einen Fidget Spinner Wurfstern. Der ist von Naruto, falls ihr die Anime-Serie kennt. Ja, mal schauen, wie es sein wird, wenn ich ihn drehe und dabei versuche zu werfen, ob man damit überhaupt treffen kann. Das wird auf jeden Fall interessant sein, der ist aus Metall. Ich denke schon, dass er an Wassermelonen oder Cola-Dosen zum Beispiel Schaden anrichten kann, aber das werden wir ja gleich sehen. Und dann habe ich neben diesem Teil noch so ein Teil, das ist auch so ein Wurfteil, aber leider ist das Teil aus Plastik. Also ich denke, an einer Wassermelone könnte man schon damit Schaden anrichten, wenn man mit der Spitze gerade trifft, ja. Und noch so ein gutes Teil habe ich mit. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen. Irgendwas mit Shot, Slingshot oder so, keine Ahnung. Das sind so Metallkugeln, packt man da rein. Ich hatte mal darüber ein Video gemacht. Und bam. Also auf jeden Fall, das Teil ist sehr, sehr stark. Man kann auch eigentlich schon ziemlich gut damit zielen. Und ja, falls ihr Interesse an so welchen habt, ich lasse euch den Link in der Beschreibung da. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. So, ich habe hier so ein cooles Teil, wo ich meine Sachen draufstellen werde, denn ich bin umgezogen und ich habe hier in Buchen noch kein richtiges Plätzchen gefunden, wo ich meine Experimente vollführen kann. Und deshalb bin ich jetzt hier an einem Ort, wo nie die Sonne scheint und ja, muss so ein Teil selber mitschleppen. An diesem Styroporkopf werde ich mich warm machen. Ich denke, der ist perfekt da, um zu sehen, ob diese Metallkarte Schaden anrichtet oder nicht. Das wollen wir jetzt mal testen. Los geht's. Also man kann sehen hier am Styroporkopf, es ist gut reingegangen, also auf jeden Fall, es ist eine schlimme Verletzung, würde ich mal sagen. Ich habe auch mit ersten Wurf getroffen, ich habe nichts rausgeschnitten oder so, also die Zielgenauigkeit ist schon okay. Ich wollte eigentlich irgendwo hier hin treffen, aber ja, hat hier auf jeden Fall habe ich getroffen und wir sehen, der Schaden ist schon ziemlich gut. Also ich werfe jetzt mit Narutos Fidget Spinner Shippuden Stern, mal schauen, was der anrichten wird. Einmal kreisen lassen. Also der Fidget Spinner Wurfstern hat irgendwo hier eingeschlagen, das sieht man vielleicht besser in der Zeitlupe, auf jeden Fall auch sehr schlimme Verletzungen wären das gewesen und die Karte ist glaube ich tiefer reingedrungen, aber das hat an drei Stellen getroffen, also weil er so schnell rotiert hat. Ja, mal schauen, ob man das in der Zeitlupe besser sehen kann. Auf jeden Fall, wir machen jetzt mal weiter mit diesem Schießteil. Ich werfe und schieße jedes Mal ungefähr aus 2 Metern Entfernung. Also irgendwie hat mir seine rechte Seite sehr gut gefallen. Hier ist, hier ist die Kugel reingegangen, ist durchgeflutscht. Ich würde sagen, das ist bis jetzt der stärkste Schaden. Hätte ich im Inneren getroffen, ich weiß nicht, wie tief die Kugel reingegangen wäre. Auf jeden Fall, ich würde sagen, bis jetzt ist das Teil hier das stärkste von allen. Das gute Teil ist jetzt an der Reihe. Es ist ziemlich leicht und ich weiß gar nicht, ob ich mit dieser Spitze treffen werde. Auf jeden Fall, es wird interessant. Ja, wir testen das jetzt mal. Also, das Teil ist direkt in seinen Mund rein. Der Wurf war ziemlich gut. Ich habe etwas weniger Abstand, vielleicht 1,5 Meter genommen und ist auch beim ersten Mal reingetroffen. Ich habe nichts rausgeschnitten. Auf jeden Fall, ich versuche das jetzt noch einmal, denn ich möchte sehr gerne sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man mit der Spitze gerade trifft. Also ich habe mit diesem Teil ungefähr 7-8 Mal geworfen, die Hälfte davon ging vorbei und die andere Hälfte ging nicht rein. Also nur der erste Wurf hat gesessen. Ich würde sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass man genauso trifft, ist nicht so hoch. So, jetzt sind die Coca-Cola-Dosen dran. Ich bin gespannt, was diese Karte damit anstellen kann, ob die Cola-Dosen durchschlitzt und ja, auf jeden Fall, man muss erstmal treffen und das testen wir jetzt mal aus.
Jetzt ist die Karte an der Reihe. Auf jeden Fall ist das für mich das interessanteste Experiment mit der Karte, was die für einen Schaden anrichten wird an der Cola-Dose und auf jeden Fall an der Wassermelone. Und das Teil von Naruto Shippuden, Fidget Spinner, Wurfstern oder wie das heißt, ist auch auf jeden Fall interessant. So, jetzt kommt die Metallwurfkarte. Mein erster Wurf ging vorbei, der zweite hat getroffen, aber an der Cola-Dose sind nur einige Kratzer zu sehen. Wir werfen jetzt mal weiter, versuchen etwas stärker zu werfen. Das war auf jeden Fall nicht der beste Wurf, aber wir werden das an der Wassermelone gleich wieder gut machen. Da sieht man den Kratzer von dem ersten Wurf und das hier ist der Kratzer von dem zweiten Wurf. Also wahrscheinlich ist die Dose hier auch gesprungen, nicht durch den Wurf, sondern durch den Aufprall, als er zu Boden fiel. Also die Wassermelone steht bereit. Also die Wurfkarte hat ziemlich gut ein Stück abgeschnitten, das sah ziemlich klasse aus, finde ich. Ich versuche noch einmal zu werfen und diesmal natürlich mittig zu treffen. Also diesmal getroffen, aber der Wurf, ich weiß nicht, ob das jetzt war oder das. Der Wurf hat ziemlich gut gesessen, aber irgendwie hat das nicht so großen Schaden angerichtet. Da Wassermelone im Winter, die wird bestimmt schmecken. So Freunde, ich muss auf jeden Fall hier jetzt ein klein wenig aufräumen. Ich finde, die Wurfkarte ist auf jeden Fall ein interessantes Teil. Falls ihr Interesse habt an weiteren Videos mit der, schreibt mir gerne in die Kommentare, schreibt mir Tipps, was man damit noch alles aufspalten kann, aufwerfen kann. Wenn das Video bei euch gut ankommt, vielleicht bestelle ich mir weitere Teile, die man werfen kann. Wurfsterne, richtige Wurfsterne. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis die Tage. Bye, bye.